Hey Leute, herzlich willkommen bei Fragen an Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute geht es um die Frage von Maximilian. Platzierung der Filter Ein- und Auslässe bei zwei Oase Biomaster Thermo 350 Filtern für ein Becken. Hallo lieber Stefan, mein Name ist Maximilian und ich besitze seit 7 Monaten mein erstes Aquarium. Das ist ein Oase Styleline 175. Das Becken betreibe ich mit einem Oase Biomaster Thermo 350. Ich habe den Filter so getuned und bestückt, wie du es in deinem Video empfohlen hast. Gut gemacht. Also Löcher im Vorfilter und Seachem Matrix plus Purigen. Das Becken läuft hervorragend und macht absolut keine Probleme. Das ist ein guter Start ins Hobby. Trotzdem reicht es mir nicht. Ich habe mir ein neues Aquarium bestellt. Es wird zurzeit bei einem Aquariumbauer hergestellt. Es hat die Sondermaße 1,50 m x 40 x 40. Es wird aus Weißglas sein, den Unterschrank dazu baue ich mir gerade selber. Bin Schreiner. Coole Sache. Ich möchte das neue Aquarium mit 2 Filtern laufen lassen und da ich so zufrieden mit dem Biomaster 350 bin, möchte ich noch so einen. Nun meine Frage, wie platziere ich am effektivsten die jeweils 2 Ein- und Auslässe der beiden Filter am neuen Becken? Über eine Antwort würde ich mich irrsinnig freuen. Beste Grüße aus Frankfurt am Main, Maximilian. Danke Max für deine Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar stellen wir uns jetzt vor, das ist dein Aquarium. Und ich würde dir das so raten, wie das auch hier hinter mir ist. An einer Seite machst du deinen einen Filter Outflow und gleich daneben den Inflow. Dann läuft das Wasser hier rüber, so hier, und hier kommt dann der zweite. Sorry, das ist gar nicht so leicht so zu malen. Filter Outflow und Inflow. Und dann machst du das hier so wunderschöne Kreise. Und dann hast du eine richtig schöne Durchflutung deines Aquariums. So einfach ist das. Also einen vorne, ja, kann man jetzt sehen, wie man will, einen vorne, einen hinten. Jeweils von einem Filter bitte immer gleich nebeneinander beides. Also nicht hier den Outflow von einem Filter und hier den Inflow und beim anderen dann auch wieder versetzt, sondern immer ein Filter hier, ein Filter da, dann läuft das tadellos. Also ich denke, auch so wird das mit 1,50 m x 40 x 40 kein Problem sein. Wobei du da überlegen könntest, ob du nicht einen Thermomaster 600 dazu nimmst, weil mit 2,350ern könnte das schon ein wenig zu wenig Strömung sein. Ich hoffe, das konnte dir ein wenig weiterhelfen bei deiner Frage. Ich drücke dir die Daumen bei deinem Projekt. Vielen Dank für deine E-Mail. Und falls ihr auch noch Fragen an uns habt, schreibt uns doch auch einfach eine Mail an Fragen an liquidnature@gmail.com. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Baba. Hallihallo. Nein, so fange ich nicht an. Hallo. Na, was sage ich denn immer? Ich sage...